Was hat das Attentat von Würzburg mit dem Islam zu tun? Gar nichts. Der Islam verbietet das Töten von Frauen, auch im Kriegsfall. Der Islam verbietet das Töten von Kindern, auch im Kriegsfall. Der Islam verbietet das Töten von Männern, allerdings ist das im Kriegsfall erlaubt, denn der Moslem muss sein Land verteidigen. Aber dass jemand, der sehr böse ist, der sehr enttäuscht wurde, einfach auf die Straße geht und Menschen tötet und dann auch noch Frauen tötet, das ist mit dem Islam nicht vereinbar. Das ist eine Sache, die der Mensch entschieden hat und die er getan hat, was ich überhaupt gar nicht verteidigen möchte. Ich möchte nur den Islam verteidigen, denn das, was dort geschehen ist, ist nicht im Islam erlaubt. Und diese zahlreichen Kommentare unter verschiedenen Videos sind absolut unangemessen.